Mahlzeit, meine Damen und Herren. Folge 26. Opfer. Kapitel 13. Wir sind immer noch nicht so weit gekommen. Ach ja, genau. Da war was. Da unten müssen wir ja hin. Richtig. Es kann sein, dass die Aufnahme ein bisschen schief geht. Weil da ist so ein bisschen was schief gelaufen mit unserem OBS gerade. Mit meinem OBS, nicht mit unserem, sondern mit meinem. Wir laufen mal ganz genüsslich hier rein. Und da sehe ich irgendwie, dass wir hier reinkommen. Können wir hier rein? Nee, können nicht rein. Da können wir aber auch nicht runter. Warte mal, jetzt hole ich doch mal die Schrot raus. Kommt gleich das Vieh. Ja, ja, klar. Was macht der da? So, jetzt lad den Scheiß. So, Granate. Nix wie hin. Okay, das war schon mal nicht schlecht. Oh, 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 oh. Was? 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 Nein, nein. Oh, ey. Habt ihr schon gesehen? Noch eine Granate. Munition. Ei, Scheiße. Okay. Jetzt aber nichts wie runter. Oh nein, 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 nein. Nee. Das hat er mich. Das ist natürlich doof, Döwe am doofsten. Noch mal eine Granate. Das ist natürlich jetzt echt scheiße. Ist schon wieder da. Wie kriegen wir den denn jetzt rum? Au, verdammt! Wir haben nichts mehr. Wir haben nur noch den dicken Kolben. Die Frage ist, wie oft können wir das machen? Das habe ich mir fast gedacht. Also der Colt ist schon nicht schlecht. Aber wird das reißen? Einmal, zweimal.
Jetzt müssen wir da irgendwie drum rum. Komm, 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 komm. Okay, jetzt können wir da hin. Jetzt können wir den da machen. Oh, da kommt er schon. Oh, 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 oh. Ah, das ist... eine schlechte Sache gerade. Okay. Komm, lass mich durch. Wir müssen mal schnell die Spritze nehmen. Ne, da ist der Hilfskoffer. Wir machen uns voll. Ja, ja, das ist jetzt heftig, ich weiß. Alles gut? Können wir jetzt wieder? Weil jetzt wird es wieder eng. Oh nee, oder? Dran vorbeigewetzt. Zwei Stück liegen da. Eine liegt hier, da können wir auch dran vorbei. Sehr nice. Und hier runter. Ist. Okay, Jungs. Bild. Wir haben ein Riesenproblem. Könnte funktioniert haben. Bist du da drin? Wir haben so viel Muni verloren gerade. Dann versuchen wir mal, das wieder zu ergattern, das Ganze. Na du Rabe. Ja, ja. Nicht einfach, was wir jetzt tun. Finden wir da irgendwas? Oh. Nee, der liegt da drin. Dann ist das eigentlich safe. Eigentlich. Oh, Super Mac. So, wir brauchen den Colt. Der Colt ist aber geil. Eigentlich schon. Ja, Bro, ich habe nicht drauf geachtet, weil ich bin nicht da. Also, hab Discord nicht auf. Deswegen die Announcement müsste da gewesen sein. Wenn nicht, dann hat meine Raspberry Pi zu Hause ein bisschen Probleme. What? Nein, nein, nicht alle. Nein. Haben Sie es noch nicht kapiert? Er liebt es, andere zu quälen. Sie wissen zu lassen, dass er am längeren Hebel sitzt. Leg Köder aus. Pi sagt seine Opfer. Seine hinterhältigen Fallen. Als es mich erwischt hat, war mir absolut klar, was vor sich geht. Ich habe es erkannt. Aber ich konnte nicht mehr zurück. Ich wollte die Wahrheit erfahren. Das wusste er. Detective Castellanos. Lady, seien Sie ehrlich zu mir. Werde ich verrückt? Wenn Sie überleben wollen, sollten Sie sich gut überlegen, wem Sie vertrauen. Ja, wem vertrauen wir denn? So langsam bröckelt hier wirklich alles weg.
Ma'am. Irgendwas Neues an der Front? Nö. Oh, hier. Joseph vermisst Joseph Oda, Detektiv der Polizei von Crimson City. Verschwand auf dem Nachhauseweg. Mehrere Augenzeugen berichten, er hätte in Crimson City nach jemandem gesucht. Ja, das wissen wir. Nach uns. Also, wir haben uns alle gesucht. Aber eigentlich einen Schlüssel einstecken? Weiß ich gar nicht. Durch können wir uns vielleicht ein bisschen aufputschen. 13.750. Erhöhen. Also hier die Magazinkapazität, das ist ja schon geil. Das können wir ja, das können wir doch. Auf geht's. Nachladegeschwindigkeit haben wir auch noch. So, jetzt haben wir noch 2700 Platz. Was ist hier noch schön grün? Oder blau? Nichts mehr. Doch, hier. Gerade Nachladegeschwindigkeit. Die können wir noch reinknallen. Magazinkapazität. Dann haben wir alles leer, ne? Au! Genau, tut weh, ja? Safe Point. So, ich möchte mal ganz kurz dahin. So. Das vorhin nicht gefunden. Weißt du, nur 1050, ja, dann geht das. Jetzt geht auch plötzlich die Tür auf. Die Frage ist, welche Tür nehmen wir? Oh ja, zwei Bullets. Waffe in die Hand. Da haben wir nichts, da haben wir auch nichts. Und die Fernwaffe, das machen wir jetzt mal kurz anders. Wir nehmen den Revolver auf die 4. Das hat eben ausgesehen wie ein Burger. Naja. Boom! Yeah.
Einschneidendes Ergebnis, ha? Kartenfragment Nummer 25. Cool. Hätte ich jetzt nicht gesehen, wäre ich komplett drüber gestolpert. Oh. Ah ne, du bist mit Fuß drin, dann habe ich einigermaßen Ruhe vor dir. Denke ich. Kann man den nochmal anklopfen hier? Ne, kann man nicht. Schade. ...3450 haben wir schon. Ist das denn wirklich der richtige Weg? Oder müssen wir daher nochmal zurück? Ich habe keine Ahnung. So schnell konnte ich die natürlich auch nicht, Na. So schnell konnte ich die nicht, na. Ah, alter Mann, das Gedächtnis. Entschärfen. Meine Güte. Ja, dann komm, Fall. Noch mehr? Joi, sag mal, wie viel liegt hier denn jetzt? Die ganze Zeit haben wir im Spiel fast nichts bekommen. Jetzt kriegen wir hier so viel. Wer ist uns denn so zugesandt in letzter Zeit? Joseph? Wieso komme ich nicht weiter? Jetzt. Gleich springt einer aus der Kombüse raus hier. Jetzt mal versuchen. Falsche Waffe. Es ist nicht euer Ernst. Das ist doch doof. Einziges Schöne ist Feuerlöcher und Gaskartuschen anzünden. Ui, was ist mit euch? Wo ist sie verbrennen? Warum? Alter Schwede.
Oh Gott, und jetzt? Ja, wir haben ein Riesenproblem. Nee! Okay, da hinten der eine ist drin. Da war doch eben was wieder mitnehmen. Ah, da. Wo muss ich was anklicken? Da kommt er. An mir vorbei oder nicht? Au, 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 au. Okay, der eine ist da. Dann laufe ich mal hier weiter. Mal gucken, was passiert. Schwein ab. Ach du Scheiße. Kriegen wir das noch hin? Ja, das kriegen wir noch hin. Jai! Die Füße! Sind die auch noch aktiv? Au! Au! Die lass die Füße ruhen! Boah. Moment. Ist jetzt schon wieder ein Auge. Nee, wir gehen doch erst in die andere Seite und gucken mal danach. Immerhin aber hier Schrotflintenmuni. Auch das nehmen wir gerne. Na komm. Irgendwas vergessen oder so? Gar nichts. Wir sind eigentlich auf der richtigen Richtung. 20 Schuss haben wir hier im Revolver. In der Pistole, wollte ich schon sagen. Aber es ist ja keine Pistole, es ist ein Revolver. Da guck, geht er schon los. Nicht der schon wieder. Du schon wieder? Das Schöne ist, mit zwei Schuss geht er schon kaputt. Das Schlechte ist, wir sind schon drin. Yes! Moin, Tina!
Verdammt! Schwarzes Bild drüber. Fuck. Durchaus. Gut, gut und selbst. Warum ist das dunkel? Was passiert hier? Hilfe. Also wenn ich schon unfreiwillig eine Dose rüberkicke und es gibt schon komische Geräusche. Alter Schwede. Ich muss da rüber. Ich hätte gern einen Safe Point. Ich sollte jetzt Catman finden. Ja. Und einen Kontrollpunkt. Oh, wenigstens den. Das ist noch die erste Geschichte. Es scheint gut zu gehen. Was hat sie nur vor? Das ist The Evil Within 1. Schon ein bisschen älter. Demnächst The Evil Within 2 und irgendwann gibt's dann Resident Evil Teile. Wenn ich Zeit habe, nehme ich das Pause. Aber wir sind jetzt schon bei Folge 26 bei The Evil Within. Das dauert also noch ein bisschen. Schmalz. Streichhölzer. Oh, typisch hessisch. Streichhölzer. Streichhölzer. Kann Leslie nach Hause? Mit dem Zug bis nach Hause? Nein, Leslie. Heute nicht. Du... beschützt du mich? Ja, das ist mein Job. Gut, gut, gut. Wenn ich nach Hause komme, werden sie sich wundern. Es ist nicht deine Schuld. Es tut mir leid. Halt! Du verstehst nicht. Du weißt nicht, was aus ihm wird. Oh doch. Ich hab's gesehen. Du verstehst nicht, was Ruvik eigentlich will. Dann sag's mir. Was will er denn? Er will Leslie. Dann geht es um sein kleines Forschungsprojekt. Verarsch mich nicht. Ich habe einen Auftrag. Er darf den Jungen nicht bekommen. Leslie ist der Einzige, den er... Verdammt! Nein! Kapitel 13. Überlebt. Meine Güte, was ist denn hier heute los? Eieieiei. Wir gucken doch mal ins nächste Kapitel rein. Wir haben ja noch 9 Minuten Zeit. Hintergedanken.
Joseph, du darfst nicht tot sein. Ah, ab in die U-Bahn. Metro, ich hör dir trapsen. Was ein Glück, haben wir Metro schon durch und Stalker auch schon. Also wir kennen uns ja dann perfekt in der Metro aus. Okay, das ist voll. Aber wenn das voll ist, nutzen wir sie einmal. Gutes Stöffchen. So. Achso, sind wir voll? Gut, was haben wir noch alles? Machen wir mal das Licht an. Da hinten ist alles super wunderbar. Schön! Ich glaube, wir müssen hier runter. Green Line. Wenn ich Green Line höre, kommt wie immer. Welcome, Dr. Tritzer. Pfui, pfui! Lass das! Hör auf! Igitt! Nein! Pfui! Mann! Bah! Müssen wir doch nochmal hoch? Müssen wir doch nochmal Munition holen? Was ein Glück. Dankeschön. Wir wissen definitiv, da drücken wir nicht nochmal drauf. Also auf den zumindest. Ansonsten kommt immer gute Sachen raus. Pfui, pfui, pfui. Bisschen Hirnschmalz wieder dabei. Ausrufezeichen Pumpgun. Ah. Sollen wir nochmal rechts reingucken oder sollen wir geradeaus gehen? Komm, ich guck nochmal da rein. Das ist unfair wieder. Oh ja. Lost and found. Noch eine neue Karte. Kartenfragment Nummer 26. Schön. Sehr nett. Das ist gut. Da haben wir schon mal ein bisschen mehr. Was haben wir hier in der Ecke? Nichts mehr. Da ist ein Streichhölzer gewesen und das war's. So, dann gehen wir mal hier raus. Hoffentlich unbeschadet. Kontrollpunkt. Sehr schön. Da müssen wir direkt mal in die Waffe gehen. Müssen sie nachladen. Sicher ist das. Ah, ja, so mag ich das.
das aber nutzen. Notiz von Myra. Mein lieber Sebastian, wenn du diesen Brief erhalten hast, dann, so fürchte ich, ist das Schlimmste eingetreten. Meine Nachforschungen sind der Wahrheit zu nahe gekommen. Du wirst mich wohl nie wiedersehen. Es tut mir leid, dass ich dir es verheimlicht habe, aber das war nur zu deinem Schutz. Entweder vor der Wahrheit oder meinem Wahnsinn. Ich habe dem Brief eine Kopie meiner Aufzeichnung beigefügt. Ich hoffe, dass du sie niemals erhältst, aber falls doch, liegt es an dir zu beenden, was ich angefangen habe. Bitte tu es für Lilly und für mich in ewiger Liebe, Myra. Sollten Sie nicht vielleicht Ihr grünes Gel benutzen? Machen wir gleich. Machen wir gleich. Aber bevor wir das benutzen, heute ausnahmsweise, gehen wir jetzt schon speichern. Schicke euch in eine schöne Mittagspause. Und wir sehen uns morgen um 13.30 Uhr, 13.35 Uhr wieder.